Grüßt euch. Es wird mal wieder Zeit für ein Top- oder Schrott-Video. Und heute habe ich euch mal meine neue Axt mitgebracht. Dieses kleine Spielzeug wird geliefert mit Scheide. Und sie ist jetzt nicht besonders groß. Das war auch meine volle Absicht, wo ich sie gekauft habe, weil ich wollte nicht so einen Trümmer haben. Weil sie sollte für leichtes Gepäck sein. Sie ist von Tivoli. Und sie macht einen soliden Eindruck. Ist ungefähr 5 mm dick. Die Schneide ist scharf. Jetzt nicht extrem scharf, so wie hier drauf steht. Hier steht ja drauf sehr scharf. Aber so für Brennholz machen, kleine Äste durchschlagen oder aus Stöckern Heringe machen, dafür reicht sie vollkommen. Und wie gesagt, sie ist nicht besonders groß, liegt gut in der Hand. Der Griff sieht so ein bisschen nach Plastik aus, aber sie ist komplett durchgängig. Also die wird nicht gleich auseinanderfallen. Man kann auch feine Arbeiten damit machen. Man kann jetzt hier anfassen, Daumen drauflegen und könnte jetzt man zum Beispiel Schabearbeiten machen. Wenn man zum Beispiel Feuerstarter macht. Also es geht sehr gut. Man kann schöne kleine Würstchen machen zum Feuer anmachen. Zum Beispiel, wenn man jetzt Kienspan hat oder man will Birkenrinde was abkratzen zum Anzünden. Also es geht sehr gut. Also es ist wirklich klasse, wenn man nicht ein Messer dabei hat. Es ist jetzt keine große Axt, also man kann jetzt mit Sicherheit nicht so einen Baum fällen. Da ist wahrscheinlich mancher Biber schneller. Aber dafür habe ich sie auch nicht. Zum Beispiel hier so ein Ast. Wenn ich den nehme, das geht wunderbar. Und wie gesagt, man kann jetzt knapp anfassen und könnte sogar kleine Schnitzprojekte machen. Oder Heringe bauen. Dafür ist er eigentlich gedacht. Sie liegt gut in der Hand, hat auch ein ordentliches Gewicht. Also man schafft schon was. Und sie ist eben für kleines Gepäck. Man kann sie im Rucksack tragen. Die Scheide ist dabei. Man muss jetzt auch nicht jetzt besonders Kraft aufwenden. Also sie hat schon ein Eigengewicht. Wenn man weit hinten anfasst, dann geht das schon. Und ich muss sagen, für meine Ansprüche reicht's. Jeder Outdoorer oder Bushcrafter wird sich jetzt kaputt lachen. Denkt sich auch, was will der denn mit dem Spielding? Aber für mich reicht die vollkommen. Ich kann euch das hier gerne mal an diesen toten Baum vorführen. Also der ist wirklich tot. Kann man hier schon abbrechen. Aber wie gesagt, oh, jetzt war mal natürlich wieder ein Satz mit X. Aber wie ihr seht, also ein Baum fällen ist da nicht mit. Ne? Wenn man Stunden Zeit hat und genug Energie, würde das natürlich auch gehen. Hier könnt ihr das jetzt noch mal deutlicher sehen, dass sie zum Baumfällen natürlich nicht geeignet ist. Ich meine, sie schafft zwar was,
für so ein kleines Ding beachtlich. Wie gesagt, also ich habe jetzt ein paar Mal geschlagen, an der Schneide sieht man noch nichts. Das wäre ja auch schlimm, wenn das so wäre. Ich habe jetzt nicht mit voller Wucht geschlagen, weil ich ein bisschen vorsichtig war. Ich habe nämlich mal wieder was vergessen, und zwar meine Handschuhe. Weil ich leichte Neigung habe zur Selbstzerstümmelung, war ich jetzt mal ein bisschen vorsichtiger. Weil normalerweise sollte man bei solchen Arbeiten Handschuhe anziehen. Es ist sicherer. Gerade wenn man jetzt ein Stück Holz nehmen will. Wenn man jetzt, ich sage mal, ein Stück Holz spalten will, man schlägt vorbei, dann kann man hier seine Einzelteile suchen. Wie gesagt, es geht. Aber da bin ich ein bisschen vorsichtig. Ich bin ein gebranntes Kind. Ich habe schon diverse Schnittverletzungen, unter anderem sogar mit der Kreissäge. War meine Schuld. Und deswegen war ich ein bisschen vorsichtiger. Also mit Handschuh hätte ich jetzt mal ein bisschen mehr gegeben. Aber ich sag mal, zum Vorführen reicht es. Sie ist von Tivoli, wie ich schon sagte. Ich werde das unten in der Beschreibung mal verlinken, wo man die kriegt und was sie kostet. Falls jemand Interesse hat, kann er sie sich gerne mal angucken. Nun mal zum Fazit. Ich bin mit zufrieden. Ich werde es jetzt öfter mit Sicherheit mitnehmen. Es ist besser als mit einem Messer. Wie gesagt, man kann wirklich feine Arbeiten machen. Wenn man jetzt hier anfasst, hier den Daumen, dann kann man wirklich, also zum Locken machen, zum Feuer anmachen, super. Ja, zum Fazit, Benotung 1 bis 10, gebe ich eine 9. Aber auch nur ein Punkt Abzug. Sie könnte ein bisschen schwerer noch sein, dass man nicht so viel Kraft aufwenden muss. Man muss wirklich ein bisschen weiter hinten anfassen, wenn man jetzt mal was Größeres schlägt. Ja, das soll es jetzt erstmal wieder gewesen sein. Ich hoffe, das Video war interessant für euch und vielleicht eine Anregung. Sie wird mit Sicherheit noch in mehreren Videos von mir auftauchen. Das mit Sicherheit. Wie gesagt, man könnte auch 10 Punkte geben, weil für die Größe hat sie schon eine gute Leistung. Was ich ein bisschen übertrieben finde, dass man sie Spaltaxt nennt. Gut, sie hat jetzt einen Winkel, der ist ein bisschen größer als normal, aber eine Spaltaxt ist das auch nicht. Da verstehe ich was anderes drunter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, wäre ich über ein Like glücklich, und dann sehen wir uns mit Sicherheit beim nächsten Video. Bleibt gesund und bis dann. Ciao.